Wenn dieses Video erscheint, versuche ich wahrscheinlich gerade 150 Jahre in der Zukunft unter dem Namen Jane die Chits zusammenzubekommen, um mir das verdammte Radex leisten zu können und nicht an der Strahlung zu sterben. Von den Dustern und Mutanten ganz zu schweigen. Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics. Heavy One, the Clear Energy Drink. Der Drink kommt aus St. Augustin bei Bonn und sein Name ist ein klein bisschen komisch. Das Heavy lässt sich kaum verorten, nicht direkt in irgendeinen Zusammenhang stellen. Es geht auch optisch in Silber auf Weiß weitgehend unter. Aber die große rote Eins sticht heraus und hat was moderat Stilvolles. Die Zutaten sind mit 32 Milligramm Koffein und einer unbekannten Menge Taurin weitgehend normal. Aber im Heavy One sind keine Farbstoffe. Ich erwarte, ja, wohl einen ziemlich normalen, eher gut schmeckenden Energy Drink, der farblich eben klar ist. Ja, der Geruch ist unscheinbar. Energy trinke ich aber unscheinbar zurückhaltend. Die Farbe ist vollständig durchsichtig, sehr kohlensäureblubberig, aber eben farblos. Ich trinke diesen Heavy One auf Lab. Spielt mir Lab. Prost! Deutlich in die säuerliche Richtung ausgelenkt. Schmeckt aber nach ziemlich normalem Energy Drink. Nicht übermäßig geschmacksintensiv. Nicht übermäßig süß. Und ein bisschen mittelmäßig bitter im Geschmack. Alles nicht so wahnsinnig ausgewogen. Nicht total schlecht, weil ziemlich erfrischend. Aber für ein Premium-Ding, das durchaus sowas wie 1,50 kosten kann bei 250 Millilitern, finde ich das nicht herausragend. Kaufe ich den also wieder? Eher nein. Ich finde ihn ein wenig zu teuer und nicht besonders interessant, nicht herausragend. Er ist grundlegend auch nicht schlecht, aber ein wenig unbesonders. Tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Ich danke euch, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen, den Daumen hoch und das Abo. Danke sowohl Tomka als auch Sandy als auch meiner Mama für das Getränk. Alles ist subjektiv und tschüssi. Hey, macht irgendwer von euch Lab? Wenn ja, was? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren.